In Kalka in Nordrhein-Westfalen hat der Bundesparteitag der AfD begonnen. Bis morgen soll unter anderem über Renten- und Sozialpolitik beraten werden. Am Morgen kamen die rund 600 Delegierten auf einem ehemaligen Kraftwerksgelände zusammen. Schon im Vorfeld war die AfD dafür kritisiert worden, in Corona-Zeiten ein Treffen mit so vielen Teilnehmern abzuhalten. Es gelten strikte Auflagen. Begleitet wird der Parteitag von Protesten. Für heute hat das Bündnis Aufstehen gegen Rassismus zu einer Demonstration aufgerufen. Kalka am Niederrhein. Hier weiß man, was es heißt, einen schlechten Ruf zu haben. Kalka, das stand in den 80er Jahren vor allem für den Streit um das Atomkraftwerk Schnellerbrüter. Lange vorbei. Das Kraftwerk ging nie ans Netz. Die Atomruine ist mittlerweile Freizeitpark und Hotel. Und hier findet am Wochenende der AfD-Bundesparteitag statt. Der schnelle Brüter, heute schon wieder heiß umstritten. Alle zusammen gegen den Faschismus! Alle zusammen! Es ist tatsächlich unserer Meinung nach völlig unverantwortlich, dass über 600 Delegierte sich in einem Raum zusammenfinden, in dem nicht mal mehr als 5 Leute zusammen auf der Straße sich treffen dürfen. Und wir finden es komplett unverantwortlich, dass die AfD unter diesen Voraussetzungen nicht wie normale demokratische Parteien ihren Parteitag absagt. Das ist durchaus Mehrheitsmeinung in der historischen Kleinstadt. Am Rathausplatz reihen sich Cafés und Restaurants, alle geschlossen. Corona. Auch das von Familie Meier. Seit 25 Jahren kochen der Wiener Küchenchef und seine bayerische Frau hier für ihre Kunden. Jetzt dürfen die nur noch zu Hause essen. Der AfD-Parteitag in der Stadt, für Meiers ein Reizthema. Das geht im Moment gar nicht. Eine Veranstaltung mit 600 Personen, die müssen auch verköstigt werden etc. Die dürfen auf einmal tagen, plus alles, was außenrum ist. Und wir, die wir keine 600, sondern 30 Personen hier drinnen haben, wir müssen schließen. Also ich persönlich, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Nun ist ein Parteitag kein Restaurantbesuch. Seit Tagen ist Kalka wegen der AfD in den Schlagzeilen. Vor allem seitdem die Partei vergeblich gegen die von der Stadt angeordnete Maskenpflicht geklagt hat. Bürgermeisterin Britta Schulz hat ein Hygienekonzept erlassen, das sowohl das Coronavirus als auch die AfD in ihre Schranken weisen soll. Wir stehen jetzt ein Stück weit da, wie AfD-affine Leute, die auch noch sich über Corona-Verordnungen hinwegsetzen. So. Und das ist definitiv falsch. Ja? Und da ist es mir schon ein großes Anliegen, das ein Stück weit gerade zu rücken. Und die AfD? Sie lässt vor dem Parteitag keine Kameras aufs Gelände und beteuert sich voll und ganz, an die Auflagen halten zu wollen. Also der Präsenzparteitag ist für uns ganz, ganz wichtig, um auch miteinander tatsächlich kommunizieren zu können. Und insofern sind wir froh, dass wir die Auflagen des Gesundheitsministeriums NRW und der Gemeinde Kalka einhalten können. Das Wochenende in Kalka könnte unruhig werden. Und für viele hier bleibt das ungute Gefühl, wieder einen schlechten Ruf zu bekommen. Martin Schmidt beobachtet für uns den Parteitag der AfD in Kalka. Martin, halten sich denn die 600 Teilnehmer an das Hygienekonzept der Stadt? Ja, da muss man sagen, bislang eindeutig schon. Wir haben alle hier selber auch, wir Journalisten, unsere Masken dabei. Ich habe die jetzt für die Schalter abgesetzt. Hinter mir an den Sitzplätzen tragen sie eigentlich alle. Bislang gab es hier keine Vorfälle. Es gibt ein paar, die haben mit einem Attest da eine Ausnahme bekommen, müssen die Maske nicht tragen. Aber grundsätzlich wird sich bislang daran gehalten. Da gibt es ja noch keine kleinen Revolutionsszenen oder so, die sogar aus der Parteiführung erwartet worden waren, dass vielleicht jemand sich hier demonstrativ heraustragen lässt, um seinen Widerstand auszudrücken. Aber bislang so etwas noch nicht. Tino Chrupalla, der Co-Parteichef der AfD, hat ja auch schon seine Begrüßungsrede gehalten und hatte auch noch mal ermahnt, sich daran zu halten und zu zeigen, dass eben die AfD das schaffe, was die anderen nicht bekommen. Diese Signalwirkung, die ist für die Partei hier sehr wichtig. Und da wird doch auch sehr darauf geachtet, dass das dann alles funktioniert. Angekündigt war der Parteitag ja als Sozialparteitag. Noch hat sich die Partei nicht auf ein Rentenmodell einigen können. Was ist denn da zu erwarten? Ja, das ist hier eben der Parteitag, wo man sich endlich mal in Sachen Sozialpolitik auf Inhalte einigen will. Das dauert schon sehr, sehr lange. Man wollte das schon vor einem Jahr tun. Dann hat man aber den Parteitag lieber noch mal verschoben, weil es doch vor mehr als einem Jahr, es gab nämlich große Diskussionen zwischen verschiedenen Lagern. Und da wollte man Landtagswahlen nicht im Streit beeinflussen. Also da prallen vor allem zwei Richtungen auseinander. Die Wirtschaftsliberalen, vor allem um Co-Parteichef Jörg Meuthen, die zum Beispiel in Fragen der Rente
gerne auf eine steuerfinanzierte Rente umsteigen wollen. Und dann gibt es aber die anderen in der Partei, vor allem aus dem Ostteil, auch die ehemaligen Flügel-Mitglieder, die sind eher für die Umlagefinanzierung, die sollen noch unterstützt werden, gerne mit einem deutschen Zuschlag. Und diese beiden Richtungen, da gab es lange keine Kompromissmöglichkeit. Die hat man aber gefunden. Meuthen bekommt einen Ausblick, dass man langfristig mal überlegt, ob man die Rente vielleicht auf eine Steuerfinanzierung umstellt. Jetzt doktert man erstmal an dem bestehenden System herum mit einigen kleineren Maßnahmen. Das ist aber nicht der große Wurf. Da wird selbst aus der Parteiführung auch gesagt, okay, wir machen da jetzt nicht groß etwas anderes, als die anderen Parteien auch vorschlagen würden. Deswegen ist diese Diskussion um das Soziale, vor allem auch um die Rente, jetzt vielleicht gar nicht so das ganz Große, wo hier die Leute den großen Wurf erwarten. Letztes Jahr gab es ja heftigen Streit zwischen Bundessprecher Jörg Meuthen und dem rechten Flügel. Ist das an diesem Wochenende überhaupt noch Thema? Ja, das hat das ja das gesamte letzte Jahr geprägt. Es begann mit der Auflösung, der vermeintlichen Auflösung des Flügels zumindest offiziell nach außen hin. Dann wurde Andreas Kalbitz aus der Partei ausgeschlossen. Der rechtsextreme Kalbitz, der mit diesem Flügel immer angeleitet hatte, das war natürlich eine pure Provokation, gerade gegenüber dem Ostteil der Partei, in dem er doch der große Strippenzieher war. Es hatten viele angekündigt, da müsse Meuthen jetzt mal einen Denkzettel für bekommen. Hätte der Parteitag im Frühjahr stattgefunden, wo das Ganze noch sehr frisch war, vielleicht wäre das auch tatsächlich dort richtig explodiert. Jetzt erwarten einige, dass das doch eher klein gehalten wird. Es wurde auch von der Parteiführung darauf hingearbeitet, selbst von denen, die sich vielleicht gewünscht hätten, dass Meuthen mal eine ausgewischt bekommt, wie zum Beispiel sein Co-Parteichef Tino Chrupalla. Aber von da wurde schon signalisiert, wir haben darauf hingewirkt, dass das hier nicht zum großen Konflikt kommt, auch damit wir nach außen nicht immer nur als so eine zerstrittene Partei dastehen, die sie allerdings ehrlicherweise trotzdem weiterhin ist, denn dieser Konflikt ist nicht geklärt. Man weiß nicht so richtig, wohin geht die Partei. Es kann sein, und es gibt die ersten Gerüchte, dass Jörg Meuthen in seiner Rede da doch nochmal den Finger in die Wunde legen wird, dass er gar nicht so viel über die Sozialpolitik, die hier eigentlich im Zentrum stehen soll, reden wird, sondern tatsächlich nochmal klare Stiche setzt gegen Björn Höcke zum Beispiel. Es heißt, diese Provokation, das Infektionsschutzgesetz zum Beispiel, jetzt gerade in Corona-Zeiten, das könne man nicht immer mit dem Ermächtigungsgesetz vergleichen. Das sei totaler Schwachsinn. Überhaupt diese Provokationen in Richtung NS vergleichen, das ginge so nicht weiter. Damit käme die AfD nicht vom Fleck und würde sich selbst marginalisieren. In solche eine Richtung könnte die Rede gehen, wenn diese Gerüchte stimmen. Und das kann dann natürlich doch noch mal deutlich zu Diskussionen führen hier auf dem Parteitag. Tino Chrupalla, zumindest der hat schon gesprochen, gerade eben, die Rede ist gerade vorbeigegangen, sehr harmlos, viel über den Sozialparteitag, viel über Corona gesprochen, aber großen Applaus gab es dafür nicht. Danke schön, Martin Schmidt nach Kalkar.